Hi, herzlich willkommen zu Father and Son, eine wirklich gute Gitarrennummer, die sehr leicht zu spielen geht und die du auch leicht upgraden kannst mit einem magischen Gitarrenlauf. Mein Name ist Georg Norberg, dein langjährigster Gitarrenfreund und ich freue mich wie immer, dich wiederzusehen in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Tutorial. Father and Son ist wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Gitarrennummer, die du mit einem sehr einfachen Rhythmus spielen kannst. Ich kann es dir hier verlinken, wenn du die ganze Schlagmustersammlung haben willst. Gib einfach ein Georg Norberg Schlagmuster oder auch Schlagmuster PDF, dann kannst du dir richtig was runterladen. Ich zeige dir aber den Rhythmus, der ist folgendermaßen. Da haben wir einen Abschlag, einen ganz langen und dann einen mittellangen Abschlag und dann zwei kurze Schläge, die wir im Wechsel machen. Wir haben es zu tun mit einer halben Note. 1, 2, 3, 4 und dann diese zwei Achtelnoten hinten dran. Halbe Note, Viertelnote, zwei Achtelnote. Halbe Note, Viertelnote, zwei Achtelnoten. Und eben beim letzten Schlag machen wir einfach hier so einen leichten Schlag von unten nach oben. Nehmen den einfach mit. Und das auf dem Akkord G-Dur gespielt. Einfach mal zusammen mit mir. Wechsel der Akkord noch nicht, einfach nur den Rhythmus üben. Ja, das ist ein Schlag, der eben sehr, sehr beliebt ist bei ganz, ganz vielen Rockballaden. Deswegen auch ist er auch ganz weit oben in meiner Schlagmustersammlung. Die Akkordfolge von Father and Son erstreckt sich insgesamt über 8 Takte. Und du kannst dir gerne hier mal eine Notiz machen, welche Akkorde in welcher Reihenfolge drankommen. Und diese Akkordfolge wiederholt sich im ganzen Stück komplett durch. Ja? Ich mache es dir einmal vor mit dem Schlagmuster zusammen. Und wenn du willst, kannst du schon mit einsteigen. Wenn es zu schnell ist, lass dir ein bisschen Zeit. Schau dir das Video einfach morgen nochmal an. Ja? Und dann trainiere einfach jeden Tag an diesem Lied. 1, 2, 3, 4. C. A-Moll, E-Dur, E-Moll, A-Moll und D-Dur. Das Ganze wieder von vorne. G. C. G. E-Moll, A-Moll. Vielleicht hast du beobachtet, ich spiele die Akkorde immer mal wieder ein bisschen anders. E-Moll mal mit zwei Fingern hier, erster Finger, zweiter Finger oder auch gerne so, wie mir gerade die Akkordfolge die Vorlage liefert. Es ist so, als Einsteiger wirst du vielleicht diesen G noch nicht spielen, sondern eher den hier. Und dann ist es auch leichter für dich, auf diesen E-Moll zu wechseln. Für Fortgeschrittene, die dann den G zum Beispiel so spielen, ist es leichter, den E-Moll wieder so zu wechseln. Das heißt, wie du den Akkord übst oder wie du den Akkord greifst, bleibt dir überlassen, wenn alle Saiten gut klingen und es nicht in den Fingern wehtut. Ich habe da auch natürlich ein schönes Akkord-Tutorial, wo man das Akkordegreifen generell mal lernt. Einfach eingeben, Gitarre lernen für Anfänger, Georg Norberg. Da lernst du, wie man Akkorde richtig sauber greift. Ansonsten ist das Stück wirklich super leicht zum Nachspielen. Ich will dir gerne nur diesen genialen Lauf noch zeigen, den der Yusuf Islam, wie er sich ja jetzt heute nennt, der Cat Stevens, wie er ihn heute spielt. Das ist das, was die gewisse Würze ausmacht beim Spielen. Guck dir dazu unbedingt mal auch die Gitarreninstitutskurse an, da gibt es einiges, was dabei richtig Spaß macht. Ich zeig dir gerne auch diesen Lauf in diesem Video noch. Bloß ist es so, als Einsteiger bitte jetzt nicht weitermachen. Nur wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, dann machst du diesen Lauf einfach auch noch mit. Ich zeige dir einmal, wir haben es zu tun mit dem G-Dur und den wechseln wir auf eine Kombination, auf einen Kombinationsgriff mit dem C-Dur. Ich zeige dir, wie der geht. Wir haben erst G-Dur und dann spielen wir in diesen G-Dur rein mit Mittelfinger und Zeigefinger Teile des C-Dur-Akkords, nämlich genau diese hier, Mittel- und Zeigefinger. Note E und Note C, lassen aber einfach diesen G noch mit klingen. Hier, den Ringfinger oben auf der Note G und den kleinen Finger auch auf der G. Das hat den Hintergrund, dass wir beides zusammenspielen können. Das klingt interessant, oder? Erst G-Dur, ab, ab, auf, ab,
Und beim Aufschlag kommt dieser C hier mit ins Spiel. Langsam nochmal für die genau aufpassenden. G, Wechsel und dann ab, auf. Und beim Aufschlag kommt hier die Note E und die Note C mit ins Spiel. Lassen wir ein bisschen klingen und dann gehen wir rein hier mit dem Ringfinger. Wir lösen diesen Griff auf und gehen mit dem Ringfinger hier auf die Note C der G-Seite. Das ist hier im fünften Bund. Gerne mit einem Slide, finde ich absolut cool, wer das kann. Wer es noch nicht kann, geht einfach nur drauf auf den Ton. Spielt dann mit dem Zeigefinger hier die Note G im dritten Bund auf der hohen E-Seite. Schlägt dann nochmal hier die G-Seite an und dann wechseln wir mit dem kleinen Finger hier auf den fünften Bund der hohen E-Seite. Die Melodie geht dann so. Ja? G-Seite anschlagen, dann die hohe E-Seite anschlagen und dann hier wieder die G-Seite anschlagen und zum Schluss hier mit dem kleinen Finger auf den fünften Bund raufwechseln. Insgesamt, langsam gespielt, hört sich so an. Und das ein bisschen schneller gemacht. Mir macht es erst richtig Spaß, wenn ich hier reinsliden kann auf die Gese, auf die Note C, weil ich einfach hier in der ersten Lage bin und da in die dritte muss. Das heißt, ich kombiniere meine Technik oder meine Technik richtet sich nach meiner Situation aus und klingt dadurch gleichzeitig auch noch ein bisschen besser. Ja? Also es ist eine Notwendigkeit, die zu einer Tugend verwandelt wird. Ja, es klingt super schön. Und ich bin auch ein Fan davon, das jetzt nicht zu genau zu nehmen, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich kriege diesen Ton nicht schnell genug hin und dieses und jenes oder es klingt noch eine Saite mit. Genieß erstmal diesen Klang, genieß erstmal einfach dieses Riff. Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Saiten mit reingespielt. Komm erstmal rein ins Genießen und nimm erstmal Platz und spiel diesen Lauf immer gemütlich. Ja? Und danach erst in die Details gehen, danach erst sagen, ach, ich würde es gerne noch ein bisschen genauer haben. Nicht am Anfang verkrampfen, das ist meine Message an dich. Wenn du sowas Schwieriges lernst, bitte nicht das zu versteift auf die so nachspielen mit angehaltener Luft und gebeugtem Rücken. Ja? Wir wollen Spaß haben beim Spielen, deswegen locker bleiben. Es ist nicht so schlimm, wenn die B-Seite mit reingeht hier. Das ist nicht so tragisch. Und irgendwann ist es ganz cool, wenn man hier mit dem Ringfinger die B-Seite abdämpft, merkt man, oh ja, die klingt gar nicht mehr mit rein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mit dir zusammen wieder mal was auf der Gitarre zu lernen. Dein Georg Norberg, langjährigster Gitarrenfreund vom Gitarreninstitut.com, seit über 10 Jahren am Start. Und ja, ich wünsche dir einfach eine gute Gitarrenzeit. Freue mich, dich mal wiederzusehen und ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Georg. Tschüss.